Ja, hallo, ich soll einfach anfangen. Dann fange ich mal an. Das Thema, über das ich sprechen möchte, heißt Politik und Geschlechterdifferenz. Und vorab möchte ich sagen, dass wir über das Thema Geschlechterdifferenz nicht sprechen können, wie zum Beispiel über das Thema Atomkraft oder das Thema Internet, weil es die Geschlechterdifferenz keine Sache ist, über die wir uns Gedanken machen, sondern wir selber persönlich immer involviert sind. Wenn wir über Geschlechterdifferenz sprechen, sprechen wir unweigerlich über uns selbst, weil wir alle als Menschen geschlechtlich konnotiert sind. Ah, okay. Mein Name ist Antje Schrupp. Ich bin aus Frankfurt und ich bin Journalistin und Politikwissenschaftlerin und mein Spezialleib- und Magenthema ist die Geschlechterdifferenz. Ihr könnt aber auch noch alles fragen, was ihr fragen wollt. Ich wollte auch sagen, während meines Vortrags sage ich auch einiges noch über mich, weil ich ja, wie ich vorangeschickt habe, das Thema nicht unabhängig von mir als Person behandeln kann. Ich bestehe auch nicht drauf, dass ich das jetzt alles abspule. Wenn ihr also zwischendrin das Bedürfnis habt, was zu sagen oder was zu fragen, dann tut das ruhig. Also das muss jetzt nicht so sein, erst Vortrag, dann Fragerunde, sondern das kann durcheinander gehen. Ja. Als ich geboren wurde, das war übrigens genau heute vor 48 Jahren. Sagte wahrscheinlich die Hebamme oder vielleicht war es auch der Arzt, wurde jedenfalls sofort über mich gesagt, es ist ein Mädchen. Und das war der Moment meines Lebens, in dem ich weiblich wurde. Heute ist das nicht mehr der Moment der Geburt, sondern heute gibt es ja per Ultraschall und so die Möglichkeit, schon weit vor der Geburt festzustellen. Oder also wird schon der Zeitpunkt, wo man über einen Menschen sagt, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge, ist nach vorne verschoben worden. Aber nichtsdestotrotz braucht es immer jemanden, die oder der das sagt, es ist ein Mädchen. Und das ist der Grund, warum ich weiblich bin, weil das über mich gesagt wurde. Und zwar von dem Moment an, wo ich auf der Welt war. Und dass ich ein Mädchen bin, hatte Auswirkungen. Das bedeutete nämlich zum Beispiel, dass man mir Puppen schenkte zum Spielen. Die Art und Weise, welche Auswirkungen das hat, dass über eine Person gesagt wird, das ist ein Mädchen oder das ist ein Junge, kann sich von Zeit zu Zeit und von Kultur zu Kultur verändern. Also wenn heute Kinder geboren werden und das sind Mädchen, macht man mit denen andere oder zieht man daraus andere Schlüsse als vor 48 Jahren. Aber irgendwelche Schlüsse werden immer gezogen. Und die Frage ist, die Frage, vor die jeder Mensch gestellt ist, ist die Frage, wie verhalte ich mich zu dieser Bezeichnung von mir? Ein guter Anhaltspunkt ist, dass das Sagen, es ist ein Mädchen, immer auch noch eine Gegenseite hat, weil es wurde nicht nur über mich gesagt, es ist ein Mädchen, sondern ich bekam auch einen Namen, Antje. Das bedeutete, ich war nicht einfach nur ein Mädchen, sondern ich war ein besonderes, ein spezielles Mädchen, ich war ich. Und dieses Zusammenspiel zwischen einem einzigen Subjekt mit Namen und der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, zu einem bestimmten Geschlecht, besteht immer in einem Wechselspiel zueinander. Also die Person ist einzigartig, aber die Person ist nicht freischwebend, sie kommt sozusagen nicht als leeres Blatt auf die Welt, sondern sie bekommt ein Geschlecht zugewiesen, spätestens im Moment der Geburt, heutzutage oft auch schon vorher. Die Welt, in die hinein meine Mutter mich geboren hat, war nun eine Welt, die in Bezug auf Geschlechtszuordnungen nicht neutral oder indifferent war, sondern die durch und durch gegendert ist, wie man das heute sagen würde. Das heißt, die Welt, in der wir leben, hat ganz viele Vorstellungen und Ideen und Festschreibungen und Fantasien darüber, was weiblich und was männlich ist. Und in die Welt wurde ich sozusagen gegen meinen Willen oder ohne mein Einverständnis Erklärung in weiblicher Variante reingestellt. Und mit der Situation muss ich umgehen. Müssen wir alle umgehen, weil wir alle irgendwie da hinein konnotiert sind. Es geht ja jetzt speziell um das Thema Geschlechterdifferenz und Politik. Also das Thema Geschlechterdifferenz kann man in Bezug auf alles Mögliche
durchspielen. Man kann Geschlechterdifferenz und Essen oder Geschlechterdifferenz und Freizeitgestaltung oder Geschlechterdifferenz und Verkehrspolitik diskutieren. Ich beschränke mich jetzt heute darauf, das Thema Geschlechterdifferenz in Bezug auf Politik und unser Verständnis davon, was Politik ist, zu besprechen. Und da stelle ich fest, dass das, was ich ererbt habe, also in dieser Welt, in die ich hier reingesetzt wurde, in weiblicher Variante, dass es da die Politik sehr stark verknüpft ist mit dem, was ich das männliche Imaginäre nenne. Die beiden Bilder, finde ich, drücken das sehr schön aus. Ein politisches Amt ist nicht nur irgendein Amt, sondern ein politisches Amt ist konnotiert mit Männlichkeit, die auch wie hier beim Prinzen von Marokko von Vater zu Sohn sozusagen weitergegeben wird. Ich habe dann ja Politikwissenschaft studiert und während ich studiert habe, Ende der 80er Jahre, erschien ein dickes, fünfbändiges Lexikon der politischen Ideengeschichte. Und ich habe mir mal, spaßeshalber, habe ich mal durchgezählt, diese politischen Ideen, die da drinnen diskutiert wurden und die Grundlage für uns im Studium waren, bestanden zu 2% aus den politischen Ideen von Frauen und zu 98% aus den politischen Ideen von Männern. Jetzt kann man sagen, okay, seit Ende der 80er Jahre hat sich das verändert. Heutzutage machen ja auch Frauen Politik. Was stimmt? Andererseits müssen wir uns natürlich auch klar machen, dass das ein relativ neues Phänomen ist. Bis 1908 war in Deutschland Frauen explizit verboten, politische Vereinigungen zu gründen. Also sie durften nicht nur nicht wählen, sie durften auch keinen politischen Verein gründen. Wir haben also eine relativ junge Zeit, in der wir überhaupt Erfahrung damit haben, dass die politischen Ideen von Frauen eventuell in irgendeiner Weise relevant sein könnten. Und diese Veränderung jetzt in der Zusammensetzung von Politikerinnen und Politikern in Parlamenten zum Beispiel oder von denjenigen, die politische Texte schreiben und ihre Ideen also zur Diskussion stellen, ändert ja nichts daran, dass die Geschichte, auf die wir aufbauen, also die Leute, auf die wir uns beziehen, die Politikkonzepte, mit denen wir handeln, immer noch die sind, die zu 98% von Männern gemacht worden sind. Also auch eine Frau, die sich mit Politik beschäftigt, wenn sie sich auf die Geschichte irgendwie bezieht, der politischen Ideen, muss sich auf Männer beziehen, weil die politischen Ideen von Frauen in der Zeit von bis vor 100 Jahren uns schlichtweg fast nicht bekannt sind. Also die feministische Frauenforschung hat natürlich so das eine oder andere inzwischen zugänglich gemacht, aber eigentlich wissen wir nicht, was Frauen bis zu einer Zeit von vor etwa 100 Jahren über Politik überhaupt gedacht haben. Wir müssen mit den Ideen der Männer arbeiten. Das ist der Wahlspruch, bei dem ich mich an meiner ganzen Auseinandersetzung mit diesem Problem, das mir sozusagen in die Wiege gelegt worden ist, orientiere. Der ist von Luisa Moraro, einer italienischen Philosophin und Feministin, die sagt, wir haben nicht gewählt, als Frauen geboren zu werden. Und gerade diese Tatsache macht es unabdingbar, das Frausein zu akzeptieren. Stimmt das? Können wir mal googeln oder Wikipedia fragen. Es ist natürlich keine Frage, ist das wahr oder ist das falsch, sondern ist das, glaube ich das oder sagt mir das was oder sagt mir das nichts? Mir sagt es sehr viel, weil ich sozusagen worum es mir geht, ist weibliche Freiheit. Also die Frage, wie können Frauen in dieser Welt, die eben so vorgefunden ist, in dieser Gender-Aufteilung, wie sie nun mal ist, wie können Frauen in dieser Welt frei sein? Also nicht in irgendeinem fernen Universum, wo es vielleicht keine Geschlechter gibt, sondern eben gerade konkret hier jetzt, wo die Geschlechterdifferenz eine Tatsache ist. In der habe ich nicht gewählt, als Frau geboren zu sein und deshalb denke ich, wenn ich frei sein möchte, kann die Bedingung dafür nicht sein, dass ich nicht mehr weiblich bin. Ich muss das Frausein akzeptieren, denn sonst wäre es nicht ich, die da frei ist, weil ich habe es mir nicht ausgesucht, eine Frau zu sein. Diese männliche Dominanz, die sich zum Beispiel in diesem Lexikon niederschlägt mit den 98% Männerideen und den 2% Frauenideen, durchzieht natürlich alle Bereiche. Wir haben seit 4000 Jahren letzten Endes eine Kulturgeschichte, die davon ausgeht, nicht, dass es zwei Geschlechter gibt. Das ist gar nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass ein Geschlecht davon sich selbst zur Norm setzt und das andere Geschlecht als die Abweichung und das Unnormale definiert ist.
Also das Problem am Patriarchat ist nicht, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt, die sich ja dann eventuell in freier Diskussionskultur miteinander verständigen könnten darüber, was sie wollen, was sie nicht wollen und so weiter, sondern das Problem ist, dass ein Geschlecht sich zur Norm gesetzt hat und beansprucht, über das andere zu herrschen. Und das ist zwar bei uns im Westen inzwischen etwas aufgeweicht, aber wenn man es weltweit anschaut, ist diese Situation ja noch nicht ganz überholt überall. Meine persönliche Zugang zum Feminismus, der in den 80er Jahren stattgefunden hat, also als ich dann so langsam erwachsen wurde, lässt sich ziemlich gut in diesem Comic darstellen. Das war ja die Zeit der Gleichstellungspolitik. Also wenn man jetzt mal so kurz die Geschichte des Feminismus rekapitulieren will, gab es ja verschiedene Wellen. Man kann sagen, die erste Welle Anfang des 20. Jahrhunderts wollte die weibliche Freiheit dadurch garantieren, dass man den Frauen dieselben politischen Rechte zugestand, wie die Männer sie hatten, also vor allen Dingen das Wahlrecht oder eben das Recht, politische Vereinigungen zu bilden. Und viele dachten damals, wenn Frauen erstmal diese Rechte haben, politisch mitzureden, dann wird sich das Problem des Machtgefälles zwischen Frauen und Männern von selbst lösen, weil die Frauen werden ihre politischen Rechte ja nutzen, um ihre Interessen zu vertreten, und dann löst sich sozusagen das Patriarchat in Luft auf. Es zeigte sich bald, dass es so einfach nicht gegangen ist. Das Buch von Simone de Beauvoir, Das zweite Geschlecht, ist eine Antwort auf diesen zu optimistischen Irrglauben. Die hat das Buch ja geschrieben als Reaktion auf die Einführung des Wahlrechts in Frankreich. Das war erst in den 40er Jahren, die Franzosen waren etwas später als die meisten anderen Länder. Und sie zeigt in Das zweite Geschlecht, inwiefern diese Geschlechterdifferenz und die Dominanz des Männlichen eben alle Lebensbereiche und alle Kulturbereiche und durchzieht, sodass das Wahlrecht allein eben nicht ausreicht, um aus dieser Dominanzsituation herauszukommen. Und als Reaktion auf dieses Buch entstand ja dann die zweite Welle der Frauenbewegung in Europa, und daraus in Deutschland vor allen Dingen, in anderen Ländern war es ein bisschen anders, aber in Deutschland hat man sich dann sehr auf die Gleichstellungsfeminismus sozusagen rekurriert. Man sagte, okay, reine formale Gleichstellung reicht nicht aus, das sehen wir ein, also müssen wir aktive Fördermaßnahmen, also das Wort allein ist ja schon auch so, Frauenförderung betreiben, damit das auch in der Realität umgesetzt wird. Und diese ganze Gleichstellungspolitik war in den 80er Jahren eben der Trend, da sind dann auch diese ganzen Gleichstellungsbeauftragten und sowas eingestellt worden, und das war die Zeit, in der ich für mich festgestellt habe, dass das überhaupt nicht das ist, was mich interessiert. Und dass ich absolut überhaupt nicht gleichgestellt werden will, weil Gleichstellung natürlich in diesem Setting immer bedeutet, dass die Männer mit den Frauen, andersrum, die Frauen mit den Männern gleichgestellt werden müssen. Also es ging ja darum, immer die Frauen reinzukriegen in die Orte, wo die Männer immer schon waren und die sie für sich erarbeitet hatten. Und die für mich interessantere Frage war eigentlich, will ich da überhaupt hin? Und ist das dahin kommen oder so werden wie die Männer eigentlich der Weg zu weiblicher Freiheit? Und ich habe diese Frage für mich mit Nein beantwortet. Natürlich kommt, das ist jetzt eine noch neuere Entwicklung, die Frage, ob man über Geschlechterdifferenz überhaupt noch reden soll oder ob die pure Existenz von Geschlechtern nicht schon das Problem sei. Das ist eine Folge natürlich der ganzen Queer-Diskussionen und der These, die dann durch Judith Butler bekannt wurde, dass Geschlecht eben konstruiert ist und nicht sozusagen naturgegeben aufgrund der Biologie oder der was auch immer. Das ist natürlich richtig, insofern es Klischees betrifft, die kann man immer gut ablehnen, aber das kann eben leicht vom eigentlichen Punkt ablenken. Das Problem ist nicht, dass es Geschlechterklischees gibt. Es gibt ja auch Geschlechterfreiheit. Niemand ist gezwungen, sich an das Klischee zu halten. Aber das Problem ist, dass ja kein anderes Geschlecht als das Männliche sich je zur Norm gesetzt hat. Also der Hauptpunkt ist meiner Meinung nach nicht die Ablehnung von der reinen Existenz von Geschlechtern, wobei man das eben machen kann, aber das hilft uns nicht, das Problem zu lösen, sondern das sich selbst zur Norm setzen des Männlichen ist das, was zu kritisieren ist. Wobei das Männliche eben nicht identisch ist mit den Männern. Also es gab schon immer Männer, die diese patriarchale Ordnung kritisiert haben, und die Geschichte der Frauenbewegung ist voll
von Männern, die sie da unterstützt haben, die sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben zum Beispiel. Und es gab auch immer schon Frauen, die diese patriarchale Ordnung unterstützt haben. Meiner Meinung nach konnte die sowieso nur so lange überleben, weil Frauen das für sich akzeptiert haben, diese Zuordnung als unpolitisch zum Beispiel. Also es geht nicht darum, mit dieser radikalen und unkompromisslosen Kritik an der Dominanz des Männlichen, da geht es nicht darum, Männer zu kritisieren, sondern es geht darum, diese Konstruktion zu kritisieren. Und Männer kritisiere ich erst in dem Punkt, wo sie diese Konstruktion für gottgegeben halten oder sich weigern, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Aber Frauen, die das tun, kritisiere ich auch. Was die Gleichstellungsidee sozusagen der 80er Jahre uns gebracht hat, das ist das, was Karl Alonzi schon 1975 kritisiert hat oder als falsch daran identifiziert hat, nämlich sie sagte, die Gleichheit der Geschlechter ist heute das Gewand, mit dem sich die Unterordnung der Frau tarnt. Also die Gleichstellungspolitik ist sozusagen der Trick einer emanzipierten Gesellschaft, um die Unterordnung der Frauen zu zementieren, weil alle nicht gleichgestellten Frauen oder alle Frauen, die sich nicht assimilieren an diese von Männern schon vorgeprägte Welt des Politischen, haben praktisch keine Chance. Ja, entweder lass dich gleichstellen oder stirb. Und dafür gibt es dann auch, finde ich, heute schon richtig viele Belege. Zum Beispiel diese Diskussion, die ich hatte, als Kommunalwahlen in Frankfurt waren, wo ich festgestellt habe, dass die Piraten auf die ersten 21 Listenplätze Männer setzten und als Antwort kam, wenn man Gleichberechtigung ernst meint, ist es doch egal. Ja? Also die Ideologie der Gleichstellung kann dazu führen, dass das, was Frauen also einbringen möchten, wieder als unwichtig benannt wird. Das sieht man auch an so einem Argument, wie wenn ich manchmal kritisiere, dass es irgendwo ein Podium gibt, wo nur Männer sitzen und ich sage, warum habt ihr denn da keine Frau? Dann sagen die doch, ist doch egal, ob das eine Frau oder ein Mann macht. Ja. Mhm. Ganz konkret, so wie du es darstellst, stimmt es nicht, weil es haben sich für die ersten Plätze keine Frauen gemeldet. Ja, klar. Wir sind ja noch nicht bei der Ursachenanalyse. Ich stelle ja nur fest, dass gesagt wird, die Tatsache, dass es nur Männer sind, ist unerheblich. Also du sagst ja zum Beispiel, Frauen sind selber schuld, wenn sie sich nicht zur Wahl stellen. Das ist im Prinzip ja dasselbe, was man gesagt hat, auch schon bevor Simone de Beauvoir das zweite Geschlecht geschrieben hat, weil man sagte, worüber regen sich die Frauen denn auf? Sie haben doch das Wahlrecht und wenn ihnen was nicht passt, sollen sie halt andere Parteien wählen. Wir haben ja schon eine Geschichte des Feminismus, die analysiert hat, warum genau das eben nicht funktioniert, weil erstens, es klappt eben nicht. Zweitens, es setzt ja auch sozusagen die Prämisse, dass Frauen, die sich politisch engagieren wollen, sich dabei an die Institutionen und Formen anpassen müssen, die die Männer bereits erfunden haben, also zum Beispiel Parteien und ihre Listen. Wenn Frauen sich auf eine Liste nicht setzen, dann stell ich erstmal nur fest, das ist eine Männerliste, das ist es objektiv, das ist der Fakt. Die Frage, woran liegt das, müssten wir jetzt diskutieren. Es ist heute sehr beliebt, dieses Gender Gap, also diese unterschiedliche Haltung von Frauen und Männern, zum Beispiel Listenkandidaturen gegenüber, immer noch mit Defiziten von Frauen zu erklären. Also so, wie es in der Logik der Frauenförderung der 80er Jahre war. Also das wird gesagt, die Frauen trauen sich nicht, die sind so schüchtern. Oder es wird gesagt, die haben keine Zeit, die müssen sich um die Kinder kümmern. Oder es werden sozusagen Erklärungen für diese Abwesenheit der Frauen gesucht in ihrem persönlichen Problemen. Man könnte aber auch sagen, und das würde ich eben sagen, es kann sich darin auch äußern, dass Frauen einfach was anderes wollen. Die wollen vielleicht einfach nicht auflisten. Das bedeutet aber, dass eine Politik, in der Frauen nicht vertreten sind, in gleichem Ausmaß wie Männer, einfach nicht mehr beanspruchen kann, für die Allgemeinheit zu sprechen. Deshalb auch die Überwindung von Geschlechterklischees, und da reite ich so ein bisschen drauf rum, weil ich so gerade auch in der netzfeministischen Ecke beobachte, dass das immer so die Themen sind, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich sage das rosa Überraschungsei oder so. Immer wenn
Geschlechterklischees irgendwo zu beklagen sind, dann zieht das sehr viel Energie auf sich und das ist auch richtig, weil die sind auch zu beklagen. Aber die Aufhebung dieser Klischees garantiert uns noch gar nichts. Sie löst unser Problem noch nicht, weil das eben auch genau das Gegenteil bewirken kann, nämlich zu sagen, das, was Frauen wollen, ist unwichtig, wenn wir erstmal die Klischees abgeschafft haben. Oder das sind nur die Klischees dran schuld. Die These dahinter ist ja, hätten wir diese Klischees nicht, hätten wir nicht eine typisch weibliche Sozialisation, müssten Mädchen nicht mehr mit Puppen spielen, würden wir Jungs und Mädchen genau gleich erziehen, dann würden die Frauen sich genauso verhalten wie die Männer. Aber das ist eine unbewiesene These bisher. Also weil wir diese Situation einfach noch nie hatten. Und wenn das so wäre, wir wissen einfach nicht, was Frauen machen würden. Vielleicht würden sie dasselbe machen, wie die Männer bisher gemacht haben. Vielleicht würden sie aber auch was anderes machen. Also das sind die beiden theoretischen Möglichkeiten und mit denen möchte ich rechnen. Und angesichts der großen Erfolge, die ja die Emanzipationsbewegung auch hatte, also wenn man sich zum Beispiel die Mädchenbildung anschaut, dann hat sich da ja total viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Ne? Als Simone de Beauvoir ihr Buch schrieb, war noch ein Hauptpunkt, dass sie sich darüber beklagt hat, wie schlecht die Schulbildung der Mädchen ist. Das kann man heute nicht mehr sagen. Die Mädchen sind ja genauso, wenn nicht besser ausgebildet als die Jungs. Also da ist ja ein Erklärungsmodell schon mal weggefallen. Die Frage, die mich eben interessiert, ist, was würden Frauen machen wollen, wenn die Norm des Männlichen gar nicht da wäre? Wobei sie dann natürlich nicht alle dasselbe machen wollen würden, das ist auch klar. Wenn die Norm des Männlichen nicht mehr da wäre, dann wäre doch auch die Norm des Weiblichen nicht mehr da. Von daher kann ich mir dann eigentlich überlegen, was würden Frauen dann machen, weil dann gibt es diese fest definierte Gruppe Frauen nicht mehr. Genau. Genau, das ist auch der Punkt. Und das ist ja auch die feministische Praxis gewesen, der 70er Jahre Frauenbewegung zum Beispiel, zu sagen, worüber würden wir uns denn streiten, wenn es die Norm des Männlichen nicht gäbe. Und die praktische Umsetzung war dann zum Beispiel zu sagen, okay, wir machen Separatismus als politische Praxis, also wir treffen uns ohne Männer und dann sehen wir ja, worüber wir dann reden, wenn die Männer nicht da sind. Das war ja genau, und auch, das so ist auch das, wie ich sexuelle Differenz verstehe. Ja, es ist ein Weg, um Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Frauen unterschiedliche Positionen miteinander ausdiskutieren, aber eben ohne diesen Maßstab des Männlichen. Das ist nicht leicht. Aber es geht genau darum, dahin zu kommen, dass wir nicht als die Gruppe der Frauen gegen das Patriarchat sind, sondern als wir tun sozusagen mal so, als gäbe es das Patriarchat nicht, was aber natürlich immer nur ein temporärer Zustand sein kann, weil es faktisch ja doch da ist. Aber das, was mich an der anderen Frau interessiert, ist nicht, wo wir gemeinsam unterdrückt sind, sondern was mich an der anderen Frau interessiert, ist, wo sie anderer Meinung ist als ich. Ne, aber das ist nicht so leicht, aber das ist genau der Punkt, wo es eigentlich hingehen müsste. Eine kurze Zwischenbemerkung, es wäre super, wenn ihr die Mikros nehmt bei Zwischenfragen, weil das dann sonst nicht für den Stream geht. Also worum es geht, ist, das habe ich mal auf diesen Punkt gebracht, wir müssen nicht das Frausein definieren. Es ist völlig egal, was Frausein ist. Das Frausein ist ja eine Tatsache, die sich nicht lohnt zu definieren, aber wir können dem Frausein eine Bedeutung geben. Also in dem Moment, und das tue ich, also das können wir nicht nur, das tun wir permanent, also die Frauen unter uns, die Männer geben dem Mannsein eine Bedeutung. Indem dass ich handle und etwas mache, bestimme ich das, was Frauen sind. Also die Bedeutung von Frausein wird ständig neu ausgehandelt und hängt ab von dem, was die Frauen, die leben, tun. Und das ist immer eine Auseinandersetzung mit den schon vorhandenen Bildern. Das ist ein Wechselspiel. Also was einzelne Frauen tun, auch wenn sie gerade nicht das tun. Und Feminismus hat immer bedeutet, zum Beispiel auch Möglichkeiten zu schaffen, wie Frauen handeln konnten, ohne sich an die vorgegebenen Frauenrollen anzupassen. Das war ja ein ganz wichtiger Punkt. Nur die Alternative zum Ausbrechen aus den Frauenrollen ist eben nicht das sich Angleichen an die Männerrolle, sondern wir suchen nach einem dritten Weg, der unabhängig davon ist. Das ist doch das, was ich asymmetrische Geschlechterdifferenz nenne. Wenn ich über Geschlechterdifferenz rede, dann, oder oft, wenn darüber geredet wird, wird im Sinne von Komplementaritäten geredet. Also es wird das eine Geschlecht auf das andere bezogen. Also entweder es wird gesagt, Frauen und Männer sind gleich,
Das ist ja eine Art, beides aufeinander zu beziehen. Oder es wird gesagt, Frauen sind so, Männer sind so. Das heißt, es wird ein Gegensatz aufgebaut. Oder es wird gesagt, eigentlich bewegen wir uns auf einer Linie und links sind die Frauen, rechts sind die Männer und dazwischen gibt es ganz viele Grautöne in verschiedenen Abstufungen. Aber bei all diesen Erklärungen wird das eine Geschlecht auf das andere bezogen und die Geschlechter erklären sich sozusagen aus sich gegenseitig. Das lehne ich für mich eben ab. Ich sage, meine Geschlechterdifferenz ist asymmetrisch und Frauen und Männer kann man so wenig vergleichen wie Birnen und Auspuffrohre. Ja, es sind einfach zwei, also etwas über das Frausein zu sagen, sagt nichts über das Mannsein aus. Das bedeutet also, wenn Frauen sich zusammentun und ein politisches Manifest schreiben, keine Ahnung, dann ist nicht die Frage, ist das dasselbe, was Männer auch geschrieben hätten oder wo ist der weibliche Gehalt davon, wo, im Sinne von, was ist daran anders, als es Männer machen würden, sondern das ist erstmal das, was sie hervorgebracht haben. Und anschließend geht das dann in die Diskussion. Und ob die Männer das genauso sehen oder ob sie es ganz anders sehen, das zeigt sich erst dann in dieser Diskussion. Und es kommt darauf an, eben diese Diskussion zu führen, an den Punkten, wo sie da ist. Also es geht nicht darum, Geschlechterdifferenz zu proklamieren, sondern aufmerksam zu sein für Situationen, in denen sie sich zeigt. Also wenn wir irgendeine Arbeitsgruppe haben, da sind Frauen und Männer drin und es zeigt sich überhaupt keine Diskrepanz zwischen beiden, dann ist das Thema auch kein Thema. Aber wenn wir eine Situation haben, wo auffällig ist, dass die Frauen was völlig anderes machen als die Männer in dieser Situation, dann ist offensichtlich das ein Thema in der Situation. Und dann ist die Frage, wie verstehen wir das dann, wie kommen wir da zusammen, worauf einigen wir uns? Also, was ich damit eben sagen will, es geht beim Feminismus nicht um das Verhältnis von Frauen und Männern, sondern es geht um das Verhältnis der Frauen zur Welt. Also, was wollen wir in der Welt? Das ist allerdings jetzt aus männlicher Sicht, wenn ich das höre, kann ich ja jetzt sagen. Aus männlicher Sicht klingt das jetzt wie, ja, Feminismus ist eine Frauensache, warum soll ich mich jetzt dafür interessieren? Es ist erstmal in dem Punkt, den ich da benannt habe, ist es eine Frauensache. Es war ja heute diese blöde Frage in der Taz, ne? Dürfen Männer Feministen sein? Oder irgend sowas plötzlich. Ist eine dumme Frage, also nicht deine, sondern die aus der Taz. Was das jetzt hier betrifft, würde ich tatsächlich sagen, es geht in dem, was ich mache. Dieses Label Feminismus kann man sich ja sowieso fragen, ob das sinnvoll ist. Meine Politik besteht darin, mein Verhältnis zur Welt zu klären. Und insofern, ich merke, dass sozusagen Politik männlich konnotiert ist, ist mir vor allen Dingen das Verhältnis der Frauen zur Welt wichtig. Ich finde, dass das auch Männer betrifft, aber natürlich nicht in derselben Weise. Also in Bezug auf dieses Thema wäre die Aufgabe der Männer in dem Zusammenhang, sich dafür zu interessieren, welches Verhältnis Frauen zur Welt eventuell entwickeln und es nicht sofort mit sich selbst zu vergleichen und auf sich selbst zu beziehen. Es geht auch nicht nur um Frauen und Männer, sondern es geht um die Welt und das wollte ich jetzt an diesen Gegenüberstellungen mal deutlich machen, die ich falsche Ehepaare nenne. Denn in diesem Schema weiblich-männlich sind ja nicht nur weibliche und männliche Menschen gemeint, sondern fast alle Begriffe, die wir so haben, sind aufgeteilt in männlich und weiblich. Also Natur und Kultur ist natürlich der Klassiker, ja? Gefühl und Verstand, Geist und Materie. Ich habe es ja mal ein bisschen durcheinander gemacht, habe mich an die klassischen farblichen Markierungen gehalten, weil ich die auch praktisch finde, warum soll man das jetzt ändern? Markt und Haushalt, Schenken und Tauschen, Freiheit und Abhängigkeit, ob man selbstbewusst ist oder schüchtern, unten und oben, aktiv und passiv, partikular oder allgemein, Bauch und Kopf, Recht und Gnade, Sprachen und Mathematik. Und bei all diesen Sachen wissen wir sofort, welches die männliche und welches die weibliche Seite davon ist. Das bedeutet, dass wenn wir über die Geschlechterdifferenz sprechen, wir eben nicht nur über Männer und Frauen reden, sondern wir reden auch über Markt und Haushalt zum Beispiel. Ja? Wir reden dann auch über Recht und Gnade, wir reden über aktiv und passiv und die Frage, wie verstehen wir das? Müssen wir eigentlich diese Sachen werden verstanden in der genau selben falschen patriarchalen hierarchischen Zuordnung, wie Frauen und Männer verstanden wurden. Also zum Beispiel wird gesagt, dass der Markt wichtiger ist als der Haushalt oder es wird gesagt, dass der Verstand über das Gefühl geht.
Und wenn wir die Verhältnis von männlich und weiblich anders denken, dann kriegen wir auch einen Schlüssel dazu, all diese Themen anders zu denken. Dann müssen wir zum Beispiel nicht mehr so tun, als könnte man entweder frei oder abhängig sein, so wie man entweder Mann oder Frau sein kann. Wir können auch sagen, vielleicht ist das gar kein Ehepaar, vielleicht sind das einfach zwei Möglichkeiten zu sein in der Welt, die man gleichzeitig haben kann. Und diese Diskussionen über diese Weltthemen führen wir, insofern wir als männlich oder weiblich benannt worden sind im Moment unserer Geburt, sozusagen diese Themen gehen durch unseren Körper hindurch. Wir repräsentieren, indem wir geschlechtliche Wesen sind, auch diese Themen. Das ist, also zum Beispiel ein schüchterner Mann erfährt was anderes als eine schüchterne Frau. Also wenn eine Frau schüchtern ist, wird es mehr akzeptiert, als wenn ein Mann schüchtern ist, weil es ja weiblich konnotiert ist. Oder eine Frau, die mathematisch interessiert und begabt ist, wird anders wahrgenommen als ein Mann, der mathematisch interessiert und begabt ist. Und worauf ich raus will, ist, dass das die Herausforderung dabei nicht nur darin liegt, dafür zu sorgen, dass Männer und Frauen, die mathematisch begabt sind, gleich behandelt werden, sondern dass wir, indem wir das erleben in der Welt, etwas erfahren über die Bedeutung von Mathematik, zum Beispiel im Unterschied zu anderen Wissenschaften. Versteht ihr das irgendwie? War das irgendwie? Und deswegen ist auch dieser Spruch, es ist doch egal, ob eine Frau oder ein Mann etwas macht, Hauptsache es stimmt, Quatsch, weil wir alle diese Welterfahrungen, die ganze Welt ist geschlechtlich konnotiert und wir alle sind in dieser Welt in einer bestimmten Version und das ist eben nicht gegeneinander austauschbar. Und da geht es nicht um Gleichberechtigung oder um Rechte und so weiter, sondern es geht eben darum, dass wir durch unser Mann und Frau sein etwas über die Welt erfahren können. Und zwar kann eine Frau was erfahren über die Welt, was Männer nicht erfahren können und andersrum auch. Und diesen Tweet fand ich da in dem Zusammenhang super schön, weil Wikipedia ist für mich halt ein ganz typisches Beispiel für ein Projekt, das so tut, als sei es geschlechtsneutral, es aber nicht ist. Aber alle wissen natürlich, dass es ist. Also es ist von daher auch egal, ja, weil allen ist es klar, dass das eine bestimmte und zwar männliche Art ist, Wissen aufzubereiten. Die will ich auch gar nicht abwerten. Ich finde ja nicht alles, was männlich ist, schlecht. Es ist nur halt nicht meins. Und es ist nicht sozusagen, es hat nicht den Anspruch, für alle zu sprechen, sondern das erfahren wir. Ich rede zum Beispiel gerne mit Männern über ihre Faszination von Dingen, von denen ich gar nicht fasziniert bin. Und darüber lerne ich auch was über die Welt. Und dann ist das auch ein fruchtbarer Austausch, weil manche Sachen sind vielleicht auch tatsächlich interessant und ich habe nur mich bisher noch nicht damit beschäftigt, weil ich zu faul war und dachte, das geht mich gar nicht an. Also dieser Austausch über die verschiedenen Arten zwischen den Geschlechtern, der kann super interessant sein und kann eben dazu führen, dass man die eigene Perspektive erweitert. Ja, also die Geschlechterdifferenz ist nicht das Objekt, das zu untersuchen wäre. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit der Geschlechterdifferenz, sondern sie ist das Subjekt, das Prozesse in Gang bringt. Indem die Geschlechterdifferenz irgendwo ist, zum Beispiel weil es Frauen und Männer in einem Raum gibt, bringt dieses Subjekt Prozesse in Gang, die interessant sind, sich darüber auszutauschen. Setzt natürlich voraus, dass nicht ich meine eigene geschlechtliche Wahrnehmung als die einzig normale und richtige behaupte und alles andere für eine Abweichung halte, was dann aufgrund unserer Geschichte eine Herausforderung ist, die für Männer manchmal schwerer ist als für Frauen. Frauen setzen sich selbst selten absolut. Ja, das ist nochmal eine Frage, wie gehen wir um mit der Tatsache, dass ich als Frau in der Welt, so wie sie nun mal ist, immer noch Nachteile habe im Vergleich zu den Männern. Da sage ich eben auch, also Hannah Arendt war jetzt keine Feministin, aber sie hat also in Bezug auf das Frausein hat sie das nicht so klar gesagt, aber in Bezug auf das Jüdischsein hat sie es gesagt und ich sage das eben auch so, wenn ich als Frau angegriffen werde, muss ich mich auch als Frau verteidigen. Da kann ich nicht sagen, ach, wir wollen doch keine Geschlechter haben. Das wäre nämlich keine wirkliche Verteidigung, dann hätte ich mich schon halb den Argumenten des Feinds ausgeliefert sozusagen.
Und ja, die Frage, wie kann ich sozusagen das eigene Frausein tatsächlich thematisieren, da fand ich dieses Plakat ja wirklich klasse. Es ist aber von gerade auch manchen Netzfeministinnen sehr kritisiert worden, weil das Argument war, auf diese Weise wird ja wieder das Geschlechterklischee zementiert. Ich finde, es wird natürlich nicht zementiert, weil natürlich wissen wir alle, dass sie damit nicht den Haushalt mit der Küche und so weiter meinen, sondern es wird thematisiert. Also das ist sozusagen in Aktion gesetzt, wenn ich als Frau angegriffen werde, muss ich mich auch als Frau verteidigen. Sie sagen, ja klar, wir machen hier den Haushalt. Und ich finde diese, wenn wir diese Interventionen oder dieses Spielen mit der Geschlechterdifferenz oder auch dem eigenen Frausein eine Bedeutung geben, wenn wir das immer nur auf die Frage reduzieren, werden da wieder Unterschiede zwischen Männern und Frauen behauptet, dann nehmen wir uns selber eine Möglichkeit weg, positive Veränderungen anzustoßen, und vor allen Dingen nehmen wir uns eine Möglichkeit weg, diese Dominanz des Männlichen zu kritisieren, weil was sie natürlich hier machen ist, dass sie sagen, wir machen das besser als die Männer oder zumindest besser als die Männer, weil das ist ein Wahlkampfplakat, aber was sie eben sagen, vielleicht machen wir es hier anders als die Männer und vielleicht ist es nicht unbedingt schlechter. Also das ist das Gegenmodell zu einem Gleichstellungsfeminismus, der sagt, wir können das genauso gut wie die Männer. Ja? Also nochmal zusammenfassend, weil das ist was oft an Einwänden kommt, ist das nicht biologistisch, über Frauen und Männer zu reden? Das ist es nicht, weil es geht nicht um Natur, sondern um Kultur. Also nicht um natürliche Weiblichkeit, sondern um weibliche Freiheit, die eben eine kulturelle Sache ist und überhaupt nichts mit der Biologie zu tun hat. Es ist auch nicht essentialistisch, weil es nicht um das Wesen des Frauseins geht, sondern weil es um eine politische Praxis geht. Und unter politischer Praxis verstehe ich, dass wir uns Regeln geben, die ausprobiert werden, also die nicht in Stein gemeißelt sind für alle Ewigkeit, zum Beispiel die Praxis des Separatismus, Frauen treffen sich ohne Männer, war eine Praxis, die in einer bestimmten Zeit sinnvoll war und in bestimmten Situationen auch heute noch sinnvoll ist, aber es heißt ja nicht, Frauen dürfen sich nie mit Männern treffen, sondern eine Praxis wird immer wieder überprüft und wenn andere Zeiten und andere Themen sind, kommt auch wieder eine andere Praxis. Und es ist auch keine binäre Geschlechterlogik, weil, wie gesagt, die Differenz ist asymmetrisch. Das Frausein wird nicht im Vergleich zum Mannsein definiert. Es ist nicht binär. Es ist auch nicht auf zwei Geschlechter bezogen. Ich sage immer, es ist mir egal, ob es 2, 3, 4, 5 Geschlechter gibt. Hauptsache, es gibt nicht eins. Weil in dem Moment, wo es nur eins gibt, ist das das Männliche. So ist das einfach definiert. Also ab 2 bis unendlich Geschlechter bin ich einverstanden. Nur mit einem habe ich Probleme. Was Frauen betrifft, finde ich diesen Begriff Frauenpolitik ganz fürchterlich, denn ich bin dafür, den abzuschaffen. Es geht darum, welche Politik Frauen machen, also um die Politik der Frauen. Und Frauen sind also Subjekte der Politik und keine Objekte von Politik. Das ist ein sehr schöner Spruch, da wollte ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen verankern in den vergangenen Jahrtausenden, weil natürlich Frauen schon immer dieses Problem hatten. Und Eloise, eine Theologin aus dem 12. Jahrhundert, hat gesagt, was nur für Männer geschrieben wurde, daran können sich auch nur Männer halten. Sie bezog das damals auf die Ordensregeln. Sie war Nonne und war dann Äbtissin eines Frauenklosters und hat beschlossen, dass dieses Kloster andere Regeln braucht, weil die Regeln, die die Männer für ihre Kloster sich ausgedacht haben, nicht passen. Und das ist auch politikwissenschaftlich sehr interessant, weil es gibt einige, die sehen in den Verfassungen der Staaten, also die Vorläufer der Verfassungen der Staaten, sehen die in den klösterlichen Verfassungen, in Ordensregeln. Als Versuch sozusagen das Zusammenleben durch Gesetze und Regeln zu organisieren. Und sie hat eben damals schon gesehen, dass wenn Männer sich diese Regeln ausdenken, dann können die vielleicht für Männer passen, aber wir Frauen können uns daran nicht halten. Wir brauchen eigene Regeln. Und das nenne ich symbolische Unabhängigkeit. Symbolische Unabhängigkeit ist für mich momentan die Haltung, mit der ich Politik mache. Das bedeutet, dass ich den ererbten Institutionen, und das ist alles Parteien, Rechtssystem, Parlamente, was wir also so haben, auch Universitäten, es betrifft nicht nur die Politik,
mit dieser Haltung der symbolischen Unabhängigkeit gegenüberstehe, nämlich die bedeutet, ich bin denen nichts verpflichtet. Diese ganzen Institutionen sind ohne meinesgleichen erfunden worden, die habe ich ererbt. Meinesgleichen hat daran nicht mitgearbeitet und ob die für mich Geltung haben oder nicht, muss ich erst noch zeigen und diejenige, die das entscheidet, bin ich. Ich bin diesem System also nichts verpflichtet, außer dass es da ist und ich natürlich damit irgendwie umgehen muss. Also es ist eine Position, die auch sich, also diese Kritik an den Männerinstitutionen ist im Feminismus natürlich schon ganz alt, die ist ja nicht von mir erfunden, die gab es schon seit Heloise. Aber die Frage ist, bisher waren Frauen eigentlich immer, wenn sie politisch aktiv waren, vor diese Alternative gestellt, entweder ich gehe da rein und assimiliere mich, also ich lasse mich gleichstellen und mache so ein paar Kurse, damit ich das auch so kann wie die Männer, oder ich halte mich raus und mache autonomen Widerstand, also wir bekämpfen dieses ganze System von außen, wir haben damit nichts zu tun. Und diese symbolische Unabhängigkeit ist meiner Meinung nach eine Alternative, weil es mir erlaubt, innerhalb dieser Institutionen zu sein, also mich realistisch darin zu bewegen, auch ihre Spielregeln zu kennen, aber ich bin ihnen nicht verpflichtet. Ich kann in jeder Situation überlegen und entscheiden, will ich mich daran halten oder will ich mich daran nicht halten. Ich, wie gesagt, bin ihnen nicht verpflichtet, ich nehme sie nur realistisch zur Kenntnis. Und zum Schluss wollte ich noch sagen, dass diese Haltung einer symbolischen Unabhängigkeit natürlich nicht nur eine ist, die Frauen einnehmen können, sondern die können auch Männer einnehmen, aber eben auf eine andere Weise. Wir Frauen haben sie sozusagen schon qua Frausein mehr oder weniger ererbt und ich glaube, es fällt Frauen auch leichter zu unterscheiden zwischen ihrem eigenen Standort und der Normalität, weil sie ja von klein auf trainiert sind, zu überlegen, bin ich überhaupt gemeint oder nicht. Ja. Männer sind oft, die müssen erst mal üben zu unterscheiden zwischen sich und der allgemeinen Norm und weil sie einfach oft die Erfahrung machen, immer gemeint zu sein. Aber ich glaube, das ist kein prinzipielles Hindernis. Mit ein bisschen Nachdenken können auch Männer diese symbolische Unabhängigkeit haben und ich finde das eine gute Haltung auch für die Zukunft und gerade in der Zeit, wo wir sehen, dass diese Institutionen in vielerlei Hinsicht eben nicht mehr gut funktionieren. Und wir dringend, nicht nur aus feministischen Gründen, sondern aus ganz, ganz normalen Gründen, Alternativen brauchen zu diesen ganzen Selbstverständlichkeiten, die momentan eben in der Krise und vielleicht sogar am Ende schon angekommen sind. Soweit erstmal, danke. Ja, zu dem Begriff symbolische Unabhängigkeit, ja, da sagst du jetzt, okay, du stehst dann diesen Institutionen so ein bisschen gegenüber wie, das ist nicht meine und deswegen muss ich da jetzt auch nicht mitmachen, aber was folgt denn daraus, weil man will es ja eigentlich nicht so belassen? Also es folgt dabei das kann verschiedene Sachen, je nachdem, was ich mache, bedeuten. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass ich unterscheide, also eine Sache, wo ich mich gerade mit beschäftige, ist die Unterscheidung zwischen Macht und Politik. Also Politik wird in unserem herkömmlichen System oft mit Machtpolitik gleichgesetzt. Also es geht darum, gewählt zu werden und Stimmen zu kriegen und so weiter. Und ich frage mich, kann ich Politik nicht auch anders verstehen? Ich verstehe Politik als Gespräch, wo man herausfinden will, was eine gute Regel wäre, wo man die anderen überzeugen will und wo man nicht Machtinstrumente einsetzt, um sich durchzusetzen. Wenn ich diesen Standpunkt einnehme, aber in einer Institution bin, die nach dieser anderen Logik arbeitet, bin ich nicht gezwungen, mich auch nach dieser anderen Logik zu richten. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der Machtpolitiker ist und was von mir will, dann habe ich die Wahl, ob ich in dem auch einen Machtpolitiker sehe und ihm entsprechend gegenübertrete oder ob ich in dem ein politisches Gegenüber sehe, dass ich von was überzeugen kann oder von dem ich vielleicht überzeugt werden könne. Also diese Haltung, ich muss nicht die Spielregeln einhalten, die da gelten, sondern ich entscheide, ob ich mich an diese Regeln jetzt halte oder ob ich nicht dran halte. Natürlich bezahle ich dann eventuell auch den Preis und werde nicht wiedergewählt, weil ich nicht mit den richtigen Leuten geküngelt habe. Aber das kann ich ja machen. Und ist das eine Antwort auf die Frage gewesen?
Ja, schon. Mhm. Kurz vorweg. Wer spricht denn jetzt? Ich wäre weder. Ich wäre weder für gerne für ein Matriarchat noch für ein Patriarchat, aber gibt es denn irgendwie Vergleiche zwischen einer Welt, wie sie aussehen würde, wenn sie von Frauen beherrscht werden würde, in Anführungsstrichen? Ja, es gibt ein ganz großes, weites Feld der Matriarchatsforschung. Man kann das aber meiner Meinung nach nur so bedingt miteinander vergleichen, weil es gab historisch Gesellschaften, in denen das Männliche nicht dominant war und die sich vor allen Dingen über die mütterliche Linie, wo die Mütter eine starke soziale Rolle hatten, und es gibt ganz viel Literatur. Ich finde das schwierig, das zu vergleichen. Ich finde das interessant, um eine Vorstellung davon zu kriegen, dass es gar nicht patriarchal sein muss unbedingt, also dass das Patriarchale nicht ein Naturgesetz ist. Aber es ist, sagen wir mal, die Gefahr sehr groß, das dann zu gegenidealisieren. Also in denen, die das erforschen, da gibt es dann manchmal so Vorstellungen wie, da war alles toll und da hat niemand den anderen beherrscht und da war alles heitaitei. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das ist auch irgendwie, zwar nicht gerade Äpfel mit Auspuffrohren, aber doch Äpfel mit Birnen verglichen, weil diese Matriarchate, also da wird auch vieles unten drunter zusammengefasst. Also ich finde das inspirierend, aber man weiß nicht, was wäre. Also die Zukunft ist offen und wir wissen nicht, was passiert, wenn Frauen regieren. Das ist ein Experiment, wie die Zukunft können wir nicht voraussehen. Das liegt ja auch daran, was die Frauen machen werden. Das können die sich ja auch noch überlegen. Das ist ja auch nicht, ne? Ich denke nur, dass je früher wir anfangen, darüber zu sprechen, desto mehr können wir es alle mit beeinflussen. So, das bewusst zu machen und nicht so unterschwellig, wie das momentan passiert, das fände ich gut. Ich habe jetzt so ein bisschen den Überblick, ich glaube so. Ich muss es noch anmachen. Also erstmal danke. Hab wieder mehr in meinem Gehirn verändert, als mir manchmal lieb ist, aber wie das immer ist, wenn ich was von dir lese oder dir zuhöre. Und diese symbolische Unabhängigkeit, die ist ja auch vor allen Dingen, da hast du ja schon mal Texte auch zur repräsentativen Demokratie geschrieben, mhm, und zum Rechtsstaat, ja, was ja auch sehr schwierig eigentlich ist. Und ich würde dich gerne nochmal einfach fragen, ob du das nochmal kurz konkretisieren kannst. Also, ja. Damit es vielleicht ein bisschen plastischer wird, weil ich glaube, das ist vielleicht auf abstrakter Ebene klar, aber ich finde es gerade in Bezug eben auf den Rechtsstaat, der ja für uns auch gerade als Gesellschaft, aber auch als Partei irgendwie eine ganz, ganz krasse symbolische Bedeutung hat, wie sich das da niederschlägt. Ja. Das, wenn du das nochmal kurz erläutern könntest, das fände ich gut. Ja, also das Thema Rechtsstaat kann man natürlich zeigen, sehr gut am Beispiel von Vergewaltigung. Da hatten wir jetzt gerade ja aktuelle Fälle, wo klar ist, dass der Rechtsstaat nicht in der Lage ist, Vergewaltigungen nicht nur nicht zu verhindern, sondern überhaupt diese Übergriffe irgendwie sachgemäß zu ahnden. Weil wie überhaupt der Rechtsstaat nicht in der Lage ist, Beziehungen zwischen Menschen zu regulieren, sondern der Rechtsstaat ist ein Instrument, das er erfunden wurde, um Konflikte zwischen unabhängigen Männern, also zwischen Männern zu lösen, die nicht in einer Beziehung zueinander standen. Und Frauen waren aus dem Rechtsstaat ja weitgehend ausgeschlossen. Sie waren ja innerhalb von Familien, sozusagen das Subjekt des Rechtsstaats war das Oberhaupt des Familienoberhaupts, und alles, was innerhalb von Familien passierte, war dem Rechtsstaat entzogen. Das ist erst jetzt seit der Emanzipation, ist es jetzt da reingekommen, aber es passt halt nicht richtig rein. Weil wir haben viele Konflikte untereinander in laufenden Beziehungen, und der Staat kann erst eingreifen, wenn die Beziehung schon am Ende ist, und vieles an Konflikten und Verletzungen ist einfach nicht justiziabel, was aber ja nicht heißt, dass man es nicht irgendwie behandeln müsste, auch öffentlich. Und das ist zum Beispiel so eine Frage, wie wichtig ist denn zum Beispiel der Rechtsstaat, wenn wir uns mit dem gesellschaftlichen Problem der Vergewaltigung auseinandersetzen müssen? Und die Frauenbewegung hat ja lange dafür gekämpft, also auch diese Art von Verbrechen
in rechtsstaatliche Formen zu gießen, also zum Beispiel auch Vergewaltigung in der Ehe zu verbieten. Aber wir sehen halt jetzt, dass das nur so ein bisschen das Problem löst und dass 90% weiterhin ungelöst bleibt. Und das wäre eben so eine Frage, wie finden wir gesellschaftliche Konfliktlösungs- und Bestrafungsmechanismen, die nach einer anderen Logik sind als der Rechtsstaat. In Bezug auf repräsentative Demokratie kann man das auch sehen. Also das war ja auch die Frage, warum stellen sich Frauen nicht für Listenplätze zur Verfügung? Ich könnte da jetzt auch Denkerinnen aus der Geschichte anführen, die so in die ähnliche Richtung gedacht sind. Ich denke, ein Problem, was Frauen auch haben, ist das mit die Vorstellung der Repräsentation. Repräsentation heißt ja, ich spreche im Namen von anderen. Also ich werde gewählt, um dann die Meinung anderer zu vertreten, und das halte ich für ganz unpolitisch. Das geht meiner Meinung nach auch gar nicht. Und da ist sozusagen eine Skepsis gegenüber diesem System, dass praktisch, also dass demokratische Politik als Nachfolge des Königtums verstanden hat, nur dass man der König jetzt nicht mehr qua Geburt König ist, sondern dass wir wählen. Aber diese Figur, einer spricht im Namen der vielen, ist immer noch da, und gut, es wäre interessant, ob man Politik nicht auch anders machen könnte. Zum Beispiel machen das Frauen auch anders. Wir hatten vor einiger Zeit so eine feministische Tagung und haben unter anderem auch darüber gesprochen, wie wir uns eigentlich innerhalb von Institutionen bewegen. Und da haben wir festgestellt, dass wir fast alle eigentlich, wenn man irgendeine Aktion machen will in Deutschland, muss man einen Verein gründen. Und der Verein braucht einen Sprecher. Also auch das Vereinsprinzip ist nach diesem Prinzip der Repräsentation in der Logik gemacht. Und wir haben festgestellt, dass alle Frauenvereine, die zumindest bei dieser Tagung waren, zwar formal diesen Sprecher, diese Sprecherin hatten, aber praktisch das nicht gelebt haben, sondern dann sagten, jede kann Sprecherin sein. Also wenn, ja, wir, sie haben... Ja, sie haben faktisch eine kollektive Vereinsstruktur gehabt, aber sie haben nach außen sich formal eben dieser Logik der Repräsentation unterworfen, weil nur so kriegt man irgendwie Spenden, Quittungen und sowas. Und eigentlich müsste man das jetzt politisch thematisieren. Es kann ja nicht sein, dass wir ein Vereinsrecht haben, das die Frauen überhaupt nicht wollen, weil das macht ja alles ungeheuer kompliziert. Man muss ja immer doppelte Buchführung haben sozusagen. Ja? Das wäre so ein Beispiel in Bezug auf Repräsentation. Aber ich glaube, hier waren jetzt erstmal genau eins, oder? Ja, ganz kurz noch zu dem Punkt matriarchale Gesellschaften. Ich finde es immer ein bisschen sinnlos, da in irgendwelchen Jahrtausenden der alten Kulturen sozusagen rumzuforschen, weil effektiv wissen wir relativ wenig darüber, wie da so der Alltag war, wenn die Archäologie nicht plötzlich ganz wahnsinnige Entdeckung noch macht, wird das wahrscheinlich nie wirklich für uns erschließbar sein, aber es gibt ja Gemeinschaften, die tatsächlich sich als matriarchal bezeichnen und auch das so umsetzen, und ja, also genau das, was du alles gesagt hast, findet da statt. Also das sind tatsächlich die Räume, wo ich bisher am allerwenigsten überhaupt irgendwelche geschlechtliche Differenzierung erlebt habe und so. Mhm. Deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant, sich einfach mal mit den Gesellschaften, auch wenn die eher klein sind und teilweise auch ideologisch an anderen Stellen ein bisschen schwierig, aber einfach mal mit deren Alltag sich auseinanderzusetzen, weil da kommen bestimmt auch Modelle raus, die man umsetzen kann. Ja. Also da gibt es auch eine große Szene, das ist so ein bisschen leider abgetrennt. Es gibt eine große Matriarchatsforschungsszene, die machen auch Kongresse, wo dann hunderte von Leuten hinkommen, aber das wird in der Öffentlichkeit ignoriert. Also da gibt es tatsächlich viel Interessantes, auch Skurriles, aber auch Interessantes. Jetzt warst du, glaube ich. Ich möchte, kann noch ein. Ich möchte dir eine böse Kritik vorwerfen. Und zwar, du hast einen rassistischen Vortrag gehalten. Und zwar, du zementierst den Geschlechterrassismus. Für ja. dich... Nein, entschuldige bitte, ich muss das ganz klar so sehen, weil es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dort etwas daran zu ändern, und wir alle Menschen sind, ich sag mal, die Subjekte, die auch aus unserer Umwelt geformt werden. Selbstverständlich haben wir alle Erwartungshaltungen gegenüber anderen, so wie sie aussehen, wie sie sich verhalten und ähnliches. Ich denke mir, hier müsste sich jeder
dran ändern. Und ich sag mal, gerade dieser Vergleich von Hannah Arendt zeigt doch eigentlich, dass es Rassismus ist. Danke. Ja, sind wir unterschiedlicher Meinung an dem Punkt. Mich jetzt fast nicht mehr zu sagen. Also erstmal zu meinem Vorredner, ich fand den Kommentar unmöglich. Wer spricht denn? Ich sehe gerade. Ich, hallo, hi, hier. Ja, deswegen, ich muss irgendwie vorsichtig sein mit meinem Kommentar. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl, dass du mir, der ich ja auch als Mensch auf die Welt gekommen bin, dem dann gesagt wurde, das ist ein Mädchen, irgendwie auch einiges doch implizit vorschreibst. Also wie Frauen sind und Frauen stehen nicht so auf Organisationen und auf Vereine, wo ich mir denke, irgendwie gibt es da schon viele Sachen, die ich irgendwie schon auch toll fand, noch Jahrzehnte vor mir irgendjemand das Label dann mal neoliberal irgendwie unter die Nase gerieben hat. Ich mag Organisationen, ich stehe wahnsinnig auf Strukturen und ich mag auch Naturwissenschaften und bla. Und du hast ganz oft irgendwie davon gesprochen, dass irgendwie Frauen es anders machen müssen. Und das betont für mich zu sehr, dass es Frauen und Männer immer noch gibt. Also ich halte auch nichts von diesem Post-Gender-Label, das ist absoluter Schwachsinn, weil wir werden nie irgendwie daran arbeiten können, wenn wir Differenzen ignorieren. Aber ich hatte bei dir ein bisschen, also mir war es zu sehr auf der Differenz, die Differenz betonen, anstatt von der Differenz ausgehend irgendwas machen. Deswegen, also meine konkrete Frage wäre eigentlich, würdest du es aus deiner Haltung als unfeministisch sehen, wenn ich sage, ich finde Parteien toll und ich finde vielleicht auch Listen toll und ich kann mir auch vorstellen, da mal irgendwas zu machen? Nee, natürlich nicht. Also es geht mir um die Freiheit von Frauen. Das bedeutet, dass alle Frauen das machen sollen, was sie wirklich wollen. Und wenn du wirklich für Parteien toll findest und Listen, dann würde ich mich freuen, mich mit dir darüber zu unterhalten. Dann ist das nämlich ein interessanter Punkt. Immer dann, wenn Frauen verschiedener Ansichten sind, ist das ein interessanter Punkt. Also jede Frau, die macht, was sie will, ist Feministin. Der Punkt ist sozusagen rauszufinden, mache ich das, was ich mache? Und das kann ich nur für mich selber rausfinden oder kann ich mit engen Freundinnen diskutieren? Das kann ich über dich, die ich gar nicht kenne, gar nicht sagen. Die Frage sozusagen, die feministische Grundhandwerkszeug ist aus meiner Sicht, dass eine Frau sich überlegt, ist das, was ich will, das, was ich wirklich will? Oder versuche ich, irgendwelchen Rollenerwartungen zu entsprechen? Und diese Rollenerwartung kann entweder sein, das, was über Weiblichkeit behauptet wird. Diese Rollenerwartung kann aber auch sein, das, was als männlich normal vorgegeben ist. Und sozusagen, das kann ich aber nur für mich selber wissen, ist das, was ich mache, wirklich das, was ich machen will? Oder versuche ich jetzt hier jemandem zu gefallen? Und das ist eigentlich schon das Grundhandwerkszeug jeder Feministin, sich diese Frage zu stellen. Und was rauskommt, das ist natürlich unterschiedlich, klar. Also es wäre ja, Frauen sind ja freie Menschen, das heißt, sie wollen ganz unterschiedliche Sachen. Ich glaube, das hat mir ein bisschen gefehlt in einem Vortrag. Ja, gut, dass wir es jetzt noch gesagt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, ist so, genau. Du hast uns vorhin ein Plakat von den Grünen gezeigt. Ich habe letztes Jahr auch ein Plakat gesehen in Berlin von meiner Partei. Und zwar stand da drauf, mehr Frauen in Männerberufe, werde Piratin. Und das fand ich eigentlich sehr gut, weil das Plakat hat für mich gezeigt, dass man das Problem kennt und ernst nimmt. Aber andererseits macht es sich auch ein bisschen über diese Gleichstellungs- und Frauenförderungslogik lustig, also mit einem Schuss Ironie quasi. Und diese Logik ist ja für dich auch so 1980s, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau. Was würdest du dazu sagen? Sag mal, ich hoffe, dass alle die Ironie verstehen und nicht es am Ende ernst nehmen. Also Aussage, das weiß ich jetzt nicht. Wenn es als Ironie gelesen wird, finde ich es natürlich großartig. Ich sehe aber noch vielleicht die Gefahr, dass man es eventuell ernst nehmen könnte. Also, weil es gibt ja noch Männer, die tatsächlich sagen, ihr müsst das doch machen, wie wir es machen. Also, aber ich geh mal davon aus, da die Piraten ja mit 7 Meilenstiefeln in Bezug auf Gender-Debatten gerade voranstürmen, dass es wahrscheinlich alle als Ironie erkannt haben. Danke für den Flausch. Genau.
Ja, Lena Simon, hallo. Ich freue mich auch wahnsinnig darüber, dass du jetzt hier bei den Piraten bist. Das hätte ich vor 2 Jahren noch nicht für möglich gehalten. Vielen Dank. Wegen mir nicht oder wegen Piraten? Nein, nein. dass dir hier so ernsthaft zugehört wird und du hier nicht zugeflamed wirst, das finde ich ganz großartig. Und ich fände es total schön, wenn du nochmal was zu Privilegien sagen könntest. Also, weil ja Teil des Privilegs auch ist, sich nicht des Privilegs bewusst zu sein. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz böse Falle, weil ganz viele es tatsächlich nicht böse meinen und sich immer ganz schnell angegriffen fühlen. Dabei geht es einfach nur mal darauf hinzuweisen, dass es Privilegien gibt und dass man sich derer bewusst sein muss. Mhm. Und da du bisher alles so viel besser auf den Punkt gebracht hast, als ich das kann, würde ich mich total freuen, wenn du dazu nochmal was sagen würdest. Ja, also ich meine, dass man, wenn man zu einem Geschlecht gehört, das seit Jahrtausenden als Norm und überlegen gilt, Privilegien hat, ist ja nicht sehr verwunderlich. Ich habe das wahrscheinlich deshalb nicht angesprochen, weil ich persönlich glaube, dass angesichts der Welt, wie wir sie momentan vorhaben, dieses Privileg zwar noch ein Privileg ist, im Sinne von, dass man mehr Chancen und Möglichkeiten hat als Person, aber in Bezug auf die Denkfähigkeit oder die Fähigkeit, Lösungen für die anstehenden Probleme zu finden, ist es meiner Ansicht nach eher ein Defizit. Weil das habe ich vorhin so ein bisschen gesagt, dieses Aufwachsen in der Vorstellung, dass alles, was über mich gesagt, normal ist, also dass alles, was normal ist, ich bin, ja, das verringert natürlich die Fähigkeit, Differenzen sehen zu können und das andere überhaupt zu erkennen, weil man das andere immer sofort auf sich selber bezieht. Und wenn du in einer nicht privilegierten Situation groß geworden bist, kennst du diese Unterscheidung zwischen ich und den anderen einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich glaube, es ist eine Schlüsselqualifikation, das zu können, um Lösungen für alle möglichen Themen zu finden. Und von daher sind das Privilegien, die Männer da haben, aber es sind auch Defizite. Also ich bin froh, dass ich das kann. Obwohl ich weiß, also insofern bin ich auch privilegiert als Frau, weil ich die Welt auf eine Weise kennengelernt habe, die mir zwar vielleicht Nachteile aber ich bin sehr froh, dass ich das denken kann und ich würde das von daher ein Privileg in Anführungszeichen setzen. Ich überlege mir gerade, wie wir jetzt so im politischen System einen Schritt weiterkommen, dass eben Frauen auch politisch das machen können, was sie wollen. Ich möchte fragen, würdest du das als einen Schritt in die richtige Richtung sehen, wenn es ein Zweikammerparlament gäbe, Frauenparlament und ein Männerparlament, oder ist das eher ein Schritt in die falsche Richtung? Also die Idee ist schon sehr alt. Das gab es tatsächlich auch schon, als die Demokratie erfunden wurde, Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese politische Strömung hieß Saint-Simonismus. Das war so eine feministische, frühsozialistische Bewegung, die genau diesen Vorschlag hat. Die haben festgestellt, die repräsentative Demokratie, die da erfunden wurde, ist eigentlich so eine Männersache und wir brauchen eine zweite Frauenkammer. Das ist dann nicht so richtig weiter verfolgt worden, diese Idee. Ich weiß nicht, ob wir heute noch zwei Kammern bräuchten. Also ich glaube, damals wäre das ganz gut gewesen, das einzuführen. Ich glaube, eigentlich heute ist es nicht so, weil tatsächlich bei vielen Themen es gar keine Geschlechterdifferenz gibt. Also es ist sozusagen nicht sinnvoll, Frauen und Männer schon mal prinzipiell zu trennen, weil sie sollten sozusagen, wenn sie zum Thema, keine Ahnung, Zensur im Internet, wenn es da überhaupt gar keine signifikanten Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, braucht man auch nicht darüber zu reden und braucht man das auch nicht zu institutionalisieren. Ich denke, was wir brauchen, ist so eine Sensibilität dafür, wenn eine Geschlechterdifferenz sich zeigt an irgendeiner konkreten Frage. Also wenn zum Beispiel bei einer Liste nur Männer kandidieren wollen und Frauen nicht. Ich finde zum Beispiel, das ist eine ganz signifikante Sache, das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, da jetzt bei den Grünen, der Grünen Urwahl, dass ja neben den 4 ernsthaften Bewerberinnen und Bewerbern sich auch nochmal 12 Männer von der Basis, die niemand kennt, aufstallen lassen und jetzt diese Urwahl machen. Und das finde ich signifikant, dass da keine Frau dabei ist. Also das heißt, immer wenn wir irgendwo was erleben, wo
ohne dass wir genau wissen, warum Frauen und Männer sich unterscheiden. Und das antwortet auch vielleicht auf deine Frage, ne? Also nicht überall, sondern wenn es so ist, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, dass die Frauen das eine und die Männer das andere wollen in der großen Tendenz, dann braucht man eine Sensibilität. Dann würde ich sagen, da müssen wir geübt sein zu sagen, okay, da könnte ein interessantes Thema sein und woher liegt das und wie beschäftigen wir uns jetzt damit. Aber auch nur dann. Ja, also wenn es keine Unterschiede gibt und die Frauen und die Männer dasselbe machen, ist das eben kein Thema. Also, ich glaube, ihr beide hintereinander jetzt, ne? Mhm. Ja, okay. Ja, ich habe eine Frage. Ich habe meine akademische Karriere an der Uni Bremen angefangen, an einem Fachbereich, wo die Frauen zu dem Zeitpunkt, wo ich da hingekommen bin, in eine leichte Überzahl waren, sowohl unter den Professorinnen, und das ist, glaube ich, noch sehr ungewöhnlich, als auch unter den sozusagen im Mittelbau, und dann bei den Doktoranden war es, glaube ich, dann etwas umgekehrt. Aber da habe ich eine politische Kultur sozusagen erlebt, bei der mir es hinterher aufgefallen ist, an den Unis, wo ich danach war, dass das nicht vorauszusetzen war. Und ich nehme an, dass das irgendwas damit zu tun hatte, dass dort eben das so ausgewogen war. Also es war zum Beispiel eine Diskussionskultur, die sehr viel stärker auf Konsens herauslief, um ein Beispiel zu nennen. Jetzt würde ich nicht sagen, dass Konsens vielleicht was typisch Weibliches ist, aber das ist eventuell was entstanden ist, weil dort das Patriarchat sozusagen so ein bisschen ganz leicht ausgehebelt war. Und daraus würde sich für mich die Frage ergeben, ob du das für sinnvoll hältst, das würde mich interessieren, dass man mit Gewalt erstmal Frauen in die Männerdomäne reinbringt, denn das ist ja das, was dort passiert war in den Jahren davor. Da ist durch sehr, sehr harte Quotenregelungen oder durch sehr weiche Quotenregelungen, die aber intern sehr hart durchgesetzt wurden, ist das erstmal einfach, sind da Tatsachen geschaffen worden. Und diese Kultur ist im Nachhinein entstanden. Das heißt, wäre das sinnvoll, in diese Männerdomänen erstmal mit Gewalt die Frauen reinzubringen, um dann zu sehen, wie sich die gesamte Kultur in diesen Institutionen verändert. Also ich bin keine große Freundin der Quote, weil sie hat natürlich diese Möglichkeit, das kann gut ausgehen wie in dem Fall, es kann aber auch schlecht ausgehen, wie zum Beispiel bei den Grünen. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass die 50% Quote dazu geführt hat, dass sie sich als Parteikultur sehr verändert haben. Weil, ich würde sagen, auch die Grünen als Partei sind noch männlich dominiert. Man sieht es ihnen nur nicht so auf den ersten Schritt an. Wobei, ja, das kommt dann auch von Ortsverein zu Ortsverein. Es kommt eben sehr viel auf die einzelnen handelnden Personen an. Und ich würde sagen, es kann in einer bestimmten Situation durchaus sinnvoll sein, wenn man das will, aber nicht weiß, wie man es sonst hinkriegt. Ja? Dann, ich will es nicht grundsätzlich verdammen, nur so als... als Allheilmittellösungsweg sehe ich es eigentlich nicht, weil wichtig ist eben auch, wer kommt dann dahin. Also es gibt ja auch viele Frauen, die eben sehr, sehr, sagen wir mal, angepasst sind, nicht in dem Sinn, die nicht dahin gehen, weil sie sagen, ich will jetzt so und so Wissenschaftlerin sein, sondern die das als Karriereplan oder so sehen. Also ich denke, es kommt immer darauf an, wer kommt dahin, und die Quote allein reicht nicht. Man muss das auf jeden Fall begleiten mit einem weiteren Prozess. Also zu sagen, die Quote regelt es jetzt, ist, glaube ich, genauso falsch wie früher zu sagen, das Wahlrecht regelt es jetzt. Es kann aber im Einzelfall auch ein sinnvolles Instrument sein. Solange es nicht dazu dient, dass man die eigentlichen Unterschiede dann dadurch verschleiert, wo die Grünen manchmal hintendieren, die so sagen, wir haben das Problem gelöst, ja, wir haben ja 50%. Also ja, mit Vorbehalten. Ja. Wir sind jetzt schon ein bisschen in der Mittagspause. Okay. Ja, ich sehe den letzten Punkt ähnlich wie du. Ich habe das mal verglichen an einem Event mit einem umgekippten See, der schmutzig ist, und man versucht ständig Frischwasser einzuleiten, und es nützt halt nichts. Das führt nur dazu, dass halt die Verschmutzung größer wird, der See größer wird. Und kommen deswegen nochmal zu diesem Zwei-Kammern-Ding, was ich als Symbol ganz spannend finde, ob es nicht eben sinnvoller ist, dann eben neben den verschmutzten See lieber erstmal einen sauberen See hinzumachen, der anders funktioniert, nach anderen Regeln. Und muss dir ein bisschen widersprechen, ich hatte das Gefühl aus deinem Vortrag,
hätte ich diese Frage zu den zwei Kammern etwas anders beantworten. Ich glaube nicht, dass die politische Frage entscheidend ist, ob ich zwei Kammern brauche. Also ob jetzt Netzneutralität da Frauen eine andere Meinung haben als Männer, sondern dass es vielleicht ein anderer Prozess ist, der dort abläuft in einer solchen Frauenkammer. Und dass deswegen auch, obwohl vielleicht in den Köpfen gleiche Meinungen, gleiche Bedürfnisse, gleiche Vorstellungen sind, trotzdem am Ende ein anderer Ausgleich, ein anderes Ergebnis rauskommt. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass Pluralität von Prozessen, also dieselbe Frage auf unterschiedlichen Plattformen mit unterschiedlichen Tools, ich muss jetzt sofort denken an Antragsreihenfolge im Liquid Feedback oder in der Lime Survey Umfrage, also Parallelität zuzulassen und zu gucken, wie kommt, oder jetzt gibt es Wiki-Argument neu, diese Plattform, was kommt raus bei einer Frage, wenn ich sie in diesem Tool, mit dieser Kultur, in dieser Kammer bespreche, und welche politische Lösung kommt raus, wenn ich sie in einer ganz anderen Methodik, einer anderen Kammer bearbeite. Und da mal genau hinzugucken, halte ich für sehr wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich jetzt aber nicht von außen sozusagen beurteilen. Also ich fände das total interessant, wenn die Piraten die Zwei-Kammer-Praxis mal ausprobieren würden, im Sinne davon, wie ich politische Praxis verstanden habe. Also nicht auch als Allheilmittel, sondern als These. Wir probieren das mal und gucken, ob dabei was rauskommt oder nicht. Es muss ja nicht für immer und ewig sein, das würde ich spannend finden. Ich persönlich, was den Feminismus betrifft, da haben wir das ja schon gehabt mit dem Separatismus. Und das würde ich in Bezug auf die Frauenbewegung insgesamt sagen, dass wir jetzt eigentlich eher an einem Zeitpunkt angekommen sind, wo es darum geht, die vielen Erkenntnisse, die wir gehabt haben, auch in eine größere Gesellschaft rein zu vermitteln. Also ich glaube, das, was feministische Erkenntnisse betrifft, da müssen wir jetzt nicht noch weiter forschen. Das wissen wir schon alles. Die Frage, die mich jetzt eher interessiert, ist, wie kriege ich das in ein größeres Publikum rein und wie kriege ich das auch Männern gegenüber vermittelt? Aber es kann natürlich sein, dass die Piratenpartei zum Beispiel momentan an einem anderen Punkt ist. Also ich frage es, ich kann das nicht sagen, aber das hat sich jetzt so angehört wie konkrete organisationstechnische Fragen, und da würde ich jedes Experiment für interessant halten, und wenn es evaluiert ist als Experiment, ne, was kommt dabei raus? Dann sieht man ja, ob es funktioniert oder nicht. Nur ein Satz dazu, also was ich konkret meine, ist, dass, glaube ich, wir denselben Auftrag haben, in dieser symbolischen Unabhängigkeit als Piraten jetzt nicht einfach nur in die Strukturen reinzugehen, sondern wirklich zu gucken, welche Strukturen kommen eigentlich unserem Gefühl, wie wir Politik gestalten wollen, entgegen, und wie wollen wir die haben, dass wir also die wirklich permanent in Frage stellen. Ja. Also wir könnten diese zweite Kammer in einer gewissen Weise auch sein und werden. Ah ja, okay. Ja, experimentieren. Ganz kurz, ich habe die ersten Minuten noch verpasst. Wie würdest du Sexismus definieren? Sexismus? Hast du das schon erklärt? Nee. Oder? Also die Definition von Sexismus, weil wir das in den letzten Wochen auch immer wieder hin und her, und wie soll man es jetzt richtig definieren? Und mich würde einfach mal interessieren, was ist für dich Sexismus? Ja gut, Sexismus ist, ich bin nicht keine Freundin von Definitionen. Ich finde, Wörter macht man durch zu viel rumdefinieren dann auch gerne tot, aber jetzt... Okay, dann wie nimmst also, du, was ist für dich Sexismus? So? Sexismus ist, wenn erstens mal mir Sachen vorgeschrieben werden aufgrund meines Frauseins, die ich machen soll oder nicht machen darf, das ist natürlich Sexismus, wenn ich also Hindernisse oder Hürden in den Weg gelegt bekomme, weil ich eine Frau bin. Und Sexismus ist auch, wenn ich als Person nicht ernst genommen werde, sondern mir abgesprochen wird, dass das, was ich sage, das ist, was ich sagen darf. Ja, das würde ich auch. Wobei aber das Problem Männer- und Frauen- und Geschlechterdifferenz meiner Meinung nach eben nicht sich auf Kampf gegen Sexismus reduziert. Das ist ein wichtiger Teil, aber der Teil, der mich noch mehr interessiert, ist eben dieser Bezug zur Welt, der darüber raus. Sexismus ist ja was zwischen Frauen und Männern jeweils ist. Mhm. Ja. Gut. Ich habe noch eine Frage. Ich war auch vorhin noch mit drauf. Okay. Mich würde interessieren, inwieweit, du meintest vorhin, dass es bei den Grünen nicht funktioniert, die Quote, ob du es tatsächlich so siehst wie ich, die da mit drin steckt in dem ganzen Ding, und die einfach sieht, dass es weiterhin jetzt gerade bei dem Punkt der SpitzenkandidatInnen-Kandidaturen ein super unausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern gibt, dass es gerade auch in den unteren Bereichen bei den Grünen einfach der Punkt ist, dass die Männer dort dominieren und sich im Zweifelsfall irgendwelche Frauen dazu suchen, damit die Quote erfüllt wird und ansonsten nichts gemacht wird, weil man hat ja eine Quote. Und eben auch so Punkte wie
der Umgang auch mit Frauen untereinander bei den Grünen, also ich weiß nicht, ein Frauenforum ist das Schlimmste, was ich in dieser Partei jemals erlebt habe, weil es einfach nur Zickereien ist und keinerlei Freundlichkeiten untereinander sind. Und ich würde ganz gern auch nochmal auf den Punkt mit den zwei Geschlechterkammern eingehen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt hilfreich, aber zum einen wird eine Zweigeschlechtlichkeit damit unglaublich zementiert, die ich für längst überholt halte. Und zum anderen ist der Punkt, dass ich die Befürchtung habe, dass dann tatsächlich in der Frauenkammer die weichen politischen Themen behandelt werden, wie es in vielen Fraktionen ja jetzt auch ist, dass Frauen eben für Soziales und Familie und Kinder zuständig sind und die Männer dann eben Finanzen und Wirtschaft machen. Und weil das ja die Themen sind, die sie gut können. Ja, das war ja eigentlich gar keine Frage, aber genau das ist so, das mit den Grünen. Ja, das ist so, genau ist das. Also ich bin nicht so drin in den Grünen, aber ich ich bin auch mit auf grünen Veranstaltungen öfter und was mich halt, ich frage dann immer, wie wäre es denn bei euch ohne die Quote? Und dann sagen sie, wenn wir keine Quote hätten, wäre das alles wieder männerdominiert. Und dann muss ich sagen, ist die Quote ja als Instrument gescheitert in gewisser Weise. Also sie benutzen das immer im Sinne von, ja, deswegen brauchen wir die Quote noch. Aber ich würde sagen, eigentlich war da das Ziel der Quote, genau wie du das beschrieben hast, dass man eine Kulturänderung erreicht und dass die dann eben irgendwann so grundlegend ist, dass man sie eigentlich nicht mehr braucht, die Quote. Und deswegen würde ich sagen, bei den Grünen ist das Experiment gescheitert. Aber ich weiß nicht warum. Also man müsste, es wäre ja interessant, dass sie sich das mal selbstkritisch befragen, also dass sie mal analysieren, warum hat es denn nicht dazu geführt. Aber das passiert mir zu wenig. Also das passiert auch manchmal schon, aber das wäre eigentlich, würde mich interessieren, das mal zu evaluieren, ne? als Praxis, die man jetzt 30 Jahre hatte und man zieht mal Bilanz, was ist denn bei rausgekommen. Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du eine Idee hast, woran das liegen könnte, dass das nicht funktioniert. Aber du hast es eigentlich schon beantwortet, eigentlich dass du es auch nicht weißt. Genau. Ja, unbeantwortet ist doch immer gut, um dann in die Pause zu gehen, oder? Ja.